Sehr geehrte Frau Dr. Mohr, sehr geehrter Herr Stang, sehr geehrte Vorstands- und Beiratsmitglieder des Ökowerks, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie gerne wäre ich heute persönlich bei Ihnen gewesen, um Ihnen ganz herzlich zu dieser fantastischen Auszeichnung der Vereinten Nationen zu gratulieren. Leider ist das nicht möglich, wie wir alle wissen. Wir werden den persönlichen Kontakt nachholen, aber ich bin dann doch glücklich, dass ich Ihnen zumindest auf diesem Wege meine allerherzlichsten Glückwünsche aussprechen darf. Mit dem Projekt leisten Sie einen weiteren wichtigen Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt. Dieses Thema, und da sage ich gerade Ihnen nichts Neues, geht uns alle an. Die Vereinten Nationen haben die Jahre 2011 bis 2020 zur UN-Dekade für biologische Vielfalt erklärt. Die Staatengemeinschaft ruft damit die Weltöffentlichkeit auf, sich für biologische Vielfalt einzusetzen. Zentrales Instrument zur Umsetzung der UN-Dekade Biologische Vielfalt in Deutschland sind zwei Wettbewerbe. Der Wettbewerb Biologische Vielfalt und der Sonderwettbewerb Soziale Natur, Natur für alle. Hintergrund der beiden Wettbewerbe ist ein kontinuierlicher Rückgang der Biodiversität in fast allen Ländern unserer Erde. Die roten Listen des Bundesamtes für Naturschutz dokumentieren langfristig rückläufige Bestände von Insektenarten in Deutschland. Die Ursachen, das wissen wir, sind vielfältig. Sei es beispielsweise eine zu intensive Landwirtschaft oder die Versiegelung und Zerschneidung der Landschaft, sie führen letztlich zum Aussterben vieler Insekten. Aktuell sind ein Drittel der Großschmetterlinge in Deutschland gefährdet. Dabei wissen wir, Insekten sind von großer Bedeutung, unter anderem für die Bestäubung von Pflanzen und als Nahrungsquelle für Vögel, Säugetiere und Amphibien. Naturverträgliche Landwirtschaft, sparsamer Umgang mit unbebauten Flächen und konkrete Naturschutz- und Sensibilisierungsprojekte auf der lokalen Ebene und in heimischen Gärten sind ein Schlüssel zum Erhalt der biologischen Vielfalt. Dazu, meine sehr verehrten Damen und Herren, leistet das Ökowerk Emden unter anderem mit dem Projekt Falterfreunde einen sehr wichtigen Beitrag. Ich freue mich deshalb sehr, dass dieses Projekt im Rahmen des Sonderwettbewerbs Soziale Natur, Natur für alle durch die UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet wurde. Das stellt sicherlich einen Höhepunkt der langjährigen Tätigkeit des Ökowerks Emden dar. Seit fast 30 Jahren setzen Sie sich für die Förderung der Nachhaltigkeit ein und, das möchte ich betonen, weit über die Grenzen von Niedersachsen hinaus. Zahlreiche auch internationale Projekte sind leuchtende Beispiele dafür. Von Ihrer beeindruckenden Arbeit durfte ich mich bereits bei meinem Besuch im Rahmen meiner Sommerreise in 2018 überzeugen. Das Ziel des ausgezeichneten Projektes Falterfreunde besteht in der Förderung von wildlebenden Schmetterlingen und anderen Insekten. Es soll mit Hilfe umfangreicher und vielseitiger Renaturisierungs- und Bildungsmaßnahmen erreicht werden. Dazu gehören beispielsweise die Anlage eines Demonstrationsbereichs im Ökowerk Emden mit einem Blütenlehrpfad und Insektenpyramiden, ökologische Aufwertung einer landwirtschaftlichen Nutzfläche oder die Entwicklung von Aktionsmodellen mit begleitenden Bildungsmodulen und Aktionstagen. Das alles klingt ehrgeizig und gleichzeitig ungeheuer spannend. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade die Umweltbildungsarbeit, insbesondere auch mit Kindern und jungen Menschen und die Öffentlichkeit durch die Gestaltung des Geländes des Ökowerks, sind die Kernstücke des Projekts. Sie treffen die Inhalte des Sonderwettbewerbs Soziale Natur, Natur für alle, der UN in besonderem Maße. Sie sind zukunftsgerichtet
und tragen dazu bei, dass nachfolgende Generationen für das Thema sensibilisiert und ganz konkret zur Nachahmung im eigenen Umfeld und im eigenen Garten angeregt werden. Das Thema Natur- und Artenschutz hat auch für die Landesregierung eine große Bedeutung. Daher möchte ich noch kurz auf eine Vereinbarung hinweisen, die bundesweit einmalig ist. Der Niedersächsische Weg nennen wir es. Mit dieser Vereinbarung wollen die Niedersächsische Landesregierung, das Landvolk, die Landwirtschaftskammer und die Natur- und Umweltverbände gemeinsam den drohenden Artenschwund stoppen und mit einem fairen Ausgleich für die Landwirtschaft Lebensräume für Tiere und Pflanzen erhalten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, allein die Tatsache, dass sich alle Beteiligten an einen runden Tisch gesetzt und diese Vereinbarung getroffen haben, werte ich als großen Erfolg. Denn, und das ist sicherlich die Lehre in unserer Zeit, nicht gegeneinander kommt man zu Ergebnissen, sondern miteinander. Sehr geehrter Herr Stang, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ökowerks Emden, ich bedanke mich an dieser Stelle ausdrücklich für Ihr unermüdliches, langjähriges Engagement für den Artenschutz und die Umweltbildung. Ich gratuliere nochmals sehr, sehr herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung. Ihrer Nachfolgerin, Frau Dr. Mohr, und Ihnen allen wünsche ich viel Erfolg bei der Umsetzung des Projekts und die Gewinnung vieler, vieler neuer Falterfreunde. Und natürlich wäre es mir eine große Freude, Sie, sobald es wieder möglich ist, bei einem Besuch des Ökowerks Emden wieder einmal persönlich zu treffen. Denn, ich habe es bereits gesagt, mich hat der Besuch bei Ihnen während meiner Sommerreise in 2018 ausgesprochen beeindruckt. Ich schätze Ihre Arbeit hoch und es wäre mir auch persönlich eine große Freude, erneut das Ökowerk Emden zu besuchen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald. Und bis dahin bleiben Sie gesund.